Hallo YouTube, hallo Imker. Für mich war gestern Weihnachten. Ich habe einen Schwarm einfangen dürfen oder können. Ich wurde angerufen und habe den eingesammelt. Der befindet sich jetzt hier drin. Ich weiß nicht, ob das für euch erkennbar ist. Auf jeden Fall sind hier ziemlich guter Schwarm. Ich habe den eigentlich noch nie so groß einfangen können. Also gestern war er wirklich extrem, der wiegt auch 2-3 Kilo. Und jetzt werden wir zusammen den in unsere Beute tun. Seid dabei! Den tun wir erstmal runter, um die Zarge aufzusetzen. Also nur Mittelwände. Und Drohnenriemchen einmal. Leerzarge drauf. So. Wir schütteln die erstmal vom Deckel ab, zur Gurt erstmal demontieren, rausziehen. Einmal draufklopfen, damit sie runterfallen alle. Und dann kippen wir den Eimer um, beziehungsweise diesen selbstgemachten Schwammbox oder diese selbstgemachte Schwammbox. Und dann füllen wir das leer. Oder die Zarge voll. So, Deckel auf und rein. So, sind ein paar aufgebraust, aber unten Flugloch frei und ich denke mal, die aufgebrausten werden den Weg zurückfinden und allgemein hoffe ich auch, dass die Königin dabei war. Ja, so schaut's aus. Natürlich gibt es schönere Varianten, man kann die auch reinkriechen lassen. Ich war mir aber jetzt nicht sicher, ob die Königin dabei ist, deswegen wollte ich mir das ersparen. Ich wollte den Schwarm nicht verlieren, nicht, dass der jetzt sich abmacht. Und so weiß ich, der ist jetzt in der Zarge, eingeschlossen, eingesperrt und muss die Mittelwände jetzt beglücken, beziehungsweise das neue Volk bilden. Ich hoffe, die Königin ist ja natürlich dabei. Und dann wird das ein schönes Völkchen sein, weil vom Gewicht her habe ich noch nie so einen Schwarm eingefangen. Ich habe den nicht gewogen, aber ich denke mal schon so plus minus 3 Kilo, ne? Ich mache jetzt einen Break und in 6 Stunden zeige ich euch nochmal, wie es von innen aussieht und vom Flugloch. 6 Stunden vorüber. Ein Flugbetrieb ist schon zu erkennen. So sieht das alles aus. Welche krabbeln rein, welche krabbeln raus. Unser Käppchen ist jetzt leer. Davor waren da vielleicht 10, 20 drin. Jetzt schauen wir mal rein. So schaut es oberhalb der Folie aus. Viele sitzen noch auf der Wand. Oh, leider auch zerquetscht.
Temperatur ist okay. Diese lösen wir auch mal hier ab. Ja, bei so einer Maßnahme gibt es halt 3-4 Opferbienchen. Obwohl mir das persönlich selbst nicht gefällt, aber ist halt so. So, mir sitzen die noch viel zu viel auf der Wand. Ich lasse das so, ich nehme die Zarge jetzt noch nicht runter. Wir gucken morgen. So, der Schwan stand jetzt eine Nacht, die ganze Nacht hier. Jetzt schauen wir mal in die zweite Leerzarge und entfernen diese auch. Wir verengen den Schwarm jetzt auf eine Zarge. Und unten sehen wir schon Flugbetrieb. Ich hoffe, dass die Königin da ist. Und vielleicht sind die Mittelwände auch schon ausgebaut, weil die Masse an Bienen war schon vorhanden. Und jetzt gucken wir mal zusammen rein, wie es von innen aussieht. Haben sogar hier schon an der Beute angefangen zu bauen. Stifte sind hier nicht zu sehen. Ja, jetzt tun wir die einfach alle runter. Alle auf unsere Rähmchen. Ja, ein Besen wäre vielleicht besser, aber okay, jetzt will ich nicht wieder in die Hütte laufen. Und klopfe die noch runter. So schaut unser Schwarm aus. Noch Restsachen vom Baum. Und ich ziehe einfach mal die mittlere Wabe vor der Mittelwand, das sehen wir gleich. Oh, Resultat ist vorhanden. Diese Mittelwand ist jetzt zu einer Wabe geworden. Und jetzt gucken wir mal nach der Königin. Ich meine, sie muss ja da sein. Hoffen wir zumindest mal. Ja, nicht komplett ausgebaut. Hier sieht man, hier ist noch die Mittelwand. Hier sind aber schon die Waben. Und wenn die Königin jetzt markiert ist, dann wissen wir ja ungefähr, wenn der Imker die richtig markiert hat, von welchem Jahr sie ist. Das ist eine Kanikerrasse. Haben ausgebaut, schön ausgebaut von beiden Seiten.
Sehr schön, ich zeig dich mal. Ah ja, nicht zu sehen. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Königin nicht markiert ist. Und suche sie etwas länger in diesem Getümmel. Stifte nicht zu erkennen. Nektar vorhanden. Viel Nektar vorhanden. Nektar erkennbar. Ausgebaute Mittelwand. Königin Fehlanzeige. Ah ja, negativ. Drohnenrahmen. Anbau vorhanden. Kleiner, aber vorhanden. Königin. Vermutlich mal nicht vorhanden. Randwabe, die auch mal Mittelwand war. Ausgebaut. Stifte nicht vorhanden. Königin, Bingo. Schaut euch die mal an hier. Hier ist sie. Erkennbar, ich denke schon. Hier ist sie. Sieht jung aus. Ich käfige sie mal und markiere mal. Sehr schön. Königin da, Schwarm da, Volk vollzählig. Freut mich. Lähmchen zurückhängen. Drohnenrahmen zurückschieben. Unsere abgestellte Erstwabe zurück. So. Ein Smoker wäre jetzt hilfreich. Dann könnte man die alle nach unten zwingen. Jetzt muss man mit dem Meißel ein bisschen arbeiten und mit der Folie ein bisschen quetschen. Traurig, aber ist nicht auszudenken, sowas passiert. Folie als Hilfsstück.
Solange wir die Könige markieren, decken wir unsere Bienen mit der Folie zu. So, und jetzt markieren wir mal unsere Königin. Seht ihr die? Seht ihr nicht? Jetzt tun wir die hier rein. Ohne Bienchen. Bam, bam, bam. Na, komm, jetzt. Königin im Behälter. Jetzt müssen wir die noch natürlich runter machen, damit sie mit dem Rücken nach oben ist. Entschlossen habe ich mich, die grün zu markieren. So, glatt drücken, also nicht zu sehr, die ist noch eine relativ junge, dünne Königin. So, und mit unserem Filzstift, der für die Königin extra im Fachhandel zu kaufen ist, markieren wir. So. Trocknen lassen. Sie krabbelt jetzt weiter. Und sobald sie mit dem Rücken nach oben ist, drücken wir die wieder an. Und wiederholen mal die Sache. Ich will einen größeren Fleck da haben und nicht nur so einen Streifen. So, jetzt ist Zeit zu drücken. So, tiefer, tiefer, langsamer, jawohl. Und nochmal seitlich zu versuchen. Auch vorne vielleicht. So, das reicht. Jetzt kommt sie wieder zurück. Unseren Behälter. Komm, Prinzesschen. Jawohl, geh rein. Schön. So. Ist unsere Königin. Ich bin zufrieden mit dem Schwarm. Wenn die Königin nicht da wäre, wäre es ein bisschen blöd. Hätte man eine Nacht ziehen müssen. Und so ist sie dabei. Schauen wir mal, wie sie mir Erfolg bringen wird. Jetzt tun wir die wieder zurück. So. Und nun kommt sie zurück. Spazier rein, Prinzessin. Jawohl. Tschüss, bring mir Erfolg. Schönheit. So, Deckel zu. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen.
Alles Gute und viel Spaß bei deinem Karai. Tschüss.